The Pioneer Briefing, der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 1. November. Hey, hey, hey Boss, ich brauch mehr Geld. Die Forderung nach mehr Geld könnte in diesen Tagen nicht dringlicher sein. Vieles wird schließlich teurer, das Einkaufen, das Heizen, das Bauen. Wer kann, der versucht zu sparen. Zum Beispiel gestern alleine beim Einkaufen haben wir einfach einen günstigen Käse unter anderem geholt und der war gleich 60 Cent teurer. Sag ich zu meiner Freundin auch, ja, herzlich willkommen. Natürlich macht einem das Sorgen, ganz normal, ne? Und ist ja alles teurer geworden. Lebensmittel, Sprit, alles, ne? Also ich gehe davon aus, dass sie weiter steigen werden, in der Hoffnung, dass der Krieg bald beendet. Da werden die sicherlich wieder sinken, aber nicht auf das Niveau, was wir vorher mal hatten. Die Inflation treibt ihr Unwesen und das wird auch eine Weile noch so dauern. Das Geld verliert an Wert, die Kaufkraft nimmt ab. Das ARD-Magazin Plus Minus hat im Januar noch die Chefökonomen der Deutschen Bank, der Commerzbank, der KfW und der ING-DiBa nach ihrer Inflationsprognose für dieses Jahr befragt. Und siehe da, die lautete: Nach der überraschend hohen Inflationsrate im Januar von 4,9% erwarten wir nunmehr für das Gesamtjahr eine Rate von gut 4%. Sie wird zurückgehen, aber nur ganz langsam im Entengang. Sich erst zum Jahresende langsam in Richtung der 2% wiederentwickelt. Insgesamt erwarte ich eine Inflationsrate von knapp 4%. Ja, man muss sich schon darauf einstellen, dass die Inflationsrate in Deutschland im Durchschnitt diesen Jahres fast bei 5% liegt. Tja, da lagen die Experten mal so richtig daneben. Aktuell wird die Inflation in Deutschland bei 10,4 gemessen, 10,7 in der Eurozone. Das ist der höchste Wert, seit es den Euro überhaupt gibt. Bereits jetzt trifft die Energiekrise Deutschland mit großer Wucht. So sprang die Inflationsrate im laufenden Monat nach einer ersten Schätzung der Statistiker gegenüber dem Vorjahresmonat auf 10%. Das ist der höchste Stand seit etwa 70 Jahren. Damit sind die wahrlich großen Fragen aufgeworfen. Frage 1, wie ging das ganze Spektakel eigentlich los? Ist da auch schon wieder der Putin schuld? Die Antwort? Anders als viele denken, fing die Inflation nicht erst mit dem Ukraine-Krieg zu laufen an. Vielmehr lag der Startschuss am 1. Januar 2021. Denn da wurde die Mehrwertsteuer, die man für kurze Zeit gesenkt hatte, wieder auf ihre reguläre Höhe angehoben. Und die Händler, die packten dann diese Erhöhung einfach auf die Preise obendrauf. Hinzu kam, die durch Covid unterbrochenen Lieferketten sorgten für Knappheiten, zum Beispiel beim Fahrradhändler, wer da mal war in dieser Zeit, oder auch im Autohaus. Die Knappheit von heute, so lautet die Faustregel, ist die Preiserhöhung von morgen. Und dann kam zu guter Letzt der Krieg noch dazu. Der Westen kündigte als Reaktion auf Putins Überfall auf die Ukraine die traditionelle Energiepartnerschaft mit Russland. Wirtschaftssanktionen waren das Gebot der Stunde, glaubten zumindest die Regierungen. Das Ergebnis: die Preise am Energiemarkt spielten verrückt. Der Krieg in der Ukraine lässt die Ölpreise steigen. Das macht sich auch an den Tankstellen bemerkbar. Seit Ende Dezember waren die Preise für Benzin und Diesel bereits kontinuierlich gestiegen. Mit Ausbruch des Krieges gingen sie massiv hoch. Gestern kostete der Liter Diesel im Schnitt 1,98 Euro. Dass es teurer wird, das merkt jeder selbst. Aber Frage 2, wie berechnet sich die Inflation eigentlich? Die Antwort: gemessen wird die Inflation am Verbraucherpreisindex. Diesen Index kann man sich als eine Art großen Korb für Güter und für Dienstleistungen vorstellen. Und in diesem Korb drin ist Kaffee, Brot, Milch, aber eben auch Benzin und Gas. Gar nicht zu reden von Computern, Urlaubsreisen und Bekleidung. Alles kommt also rein in den Korb oder besser gesagt in den Computer und unten raus purzelt eine einzige Zahl, die Inflation, die zu Deutsch die Geldentwertung heißt. Frage Nummer 3 ist die Frage aller Fragen überhaupt: wie werden wir diese verdammte Inflation wieder los? Kann man überhaupt etwas tun und wenn ja, was? Die Antwort: für die Bekämpfung der Inflation kann man vieles tun,
Es gibt mehrere Möglichkeiten und die effektivste ist diese. Das Geld muss, damit es wieder an Wert gewinnt, verteuert werden. Also hoch mit den Zinsen. Das macht die Kredite für Konsum und auch für Investitionen teurer. Das soll die Nachfrage dämpfen und so über diesen Weg eben auch die Inflation. Die Wirtschaft fährt also runter. Es gelingt den Herstellern, wenn die Wirtschaft runterfährt, immer schlechter, den Verbrauchern die höheren Preise überhaupt noch zuzumuten. Das Ergebnis? Die Inflation beruhigt sich. Die Preise gehen runter und, das ist vielleicht realistischer, als dass sie runtergehen, die Preise bleiben stehen. Fazit 1, das Ganze dauert noch ein bisschen. Und Fazit 2, eine milde Rezession ist im Sinne der Geldwertstabilität erwünscht und deshalb wird sie auch kommen. Das sollen wir nicht gut finden, aber verstehen sollten wir es schon. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Der Philosoph Peter Sloterdijk war auf der Pioneer One, um über den Zeitgeist nachzudenken und die moderne Finanzpolitik zu charakterisieren, vielleicht auch, um sie zu kritisieren. Es ist ja auch das Wesen des Kredits, dass er befristet ist. Und die Entfristung des Kredits ist ein apokalyptisches Spiel. Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt und Annette Weißbach ziehen die Oktoberbilanz an der Wall Street und berichten über gute Nachrichten bei Fresenius. Außerdem auf gute Nachbarschaft. Das soll jetzt endlich mit Hilfe einer App funktionieren. Und wir gehen in einem der größten, noch ungelösten Kriminalfälle unseres Landes auf Spurensuche. Zeitenwende, Ukraine-Krieg, Decoupling, Sondervermögen, Brexit, Gaspreisbremse, Waffenlieferung, Digitalisierung, Zwischenwahlen in den USA, Ampelregierung in Berlin, Populisten auf dem Vormarsch. Die Gegenwart ist, so scheint es, zu einem reißenden Fluss immer neuer Zumutungen angeschwollen. Und in all dem Rauschen fühlt man sich zuweilen ein bisschen verloren. Ich habe einen Mann auf unser Medienschiff eingeladen, der in diesem Lande für die Navigation, damit für die Orientierung zuständig ist. Peter Sloterdijk, der Schriftsteller, der Intellektuelle, der Philosoph. Man kann ihm beim Denken zuschauen und zuhören sowieso. Wenn er an Bord kommt, dann trägt er eben nicht das Köfferchen der Wortstanzen bei sich, wie so viele Politiker, sondern entwickelt im Gespräch seine Gedanken. So entsteht ein Funkenschlag, den wir gemeinhin Inspiration nennen. Und eine Stunde habe ich mit Peter Sloterdijk gesprochen. Das ganze Gespräch gibt es auf thepioneer.de. Und einen Ausschnitt hören wir genau jetzt. Einen schönen guten Morgen, Professor Peter Sloterdijk. Guten Tag. Sie haben sich selbst mal als Zeitdiagnostiker bezeichnet, fast schon eine medizinisch-technische Beschreibung. Ein Zeitdiagnostiker, der in den Eingeweiden des Zeitgeistes nicht zu wühlen, aber zu lesen verstehe. Sloterdijk, was lesen Sie in den Eingeweiden des Zeitgeistes in diesen fast schon Wintertagen, die da auf uns zukommen? Also ich glaube, die Grundbefindlichkeit ist die, dass das, was Freud das Unbehagen in der Kultur genannt hat, in einen neuen Aggregatzustand übergegangen ist. Das Experiment der Moderne ist noch im vollen Gang, aber seine Resultate werden immer mehrdeutiger und paradoxaler. Aufs Ganze gesehen strebt ja der Zivilisationsprozess darauf hin, das Verlangen der Menschen nach Erlösung, wie es in der religiösen Periode der Menschheit sich manifestiert hat, abzulösen durch ein Streben nach Erleichterung. Erleichterung wodurch? Erleichterung dadurch, dass technische Helfer, metallische Sklaven oder Sklaven aus Kunststoff, die schwere Arbeit für uns abnehmen. Ich glaube, das ist eines der Antriebsmotive der gesamten modernen Zivilisation, seit wir eine neue Art von technischen Mitbürgern
unter uns beobachten, Ende des 18. Jahrhunderts, treten die von James Watt und anderen weiterentwickelten sogenannten Feuermaschinen, die wir auch unter dem Namen Dampfmaschinen kennen, sozusagen in die moderne Gesellschaft ein. Im Übrigen steht ja immer ein großes, jahrhundertübergreifendes ökonomisch-politisches Seminar vor uns. Ja. Wir wissen, was passiert ist nach der Weltwirtschaftskrise von 28, 29, 30. Ja. Und wenn es in der deutschen und der allgemeinen Politik irgendwo ein Nie wieder gibt, was sich zum Beispiel auf die Gräuel der 40er Jahre bezieht, ja, so gibt es unter Ökonomen ein anderes, unter Wirtschaftspolitikern ein anderes Nie wieder. Das heißt, nie wieder Sparpolitik, nie wieder Austerität, lieber Inflation riskieren, als die ökonomische Wahrheit sagen, die Wahrheit der Bilanzen vor der Bevölkerung offenlegen. Wobei der historischen Wahrheit muss zur Ehre gereicht werden, dass auf dieselbe weltwirtschaftliche Verwerfung und den Schwarzen Freitag ganz unterschiedlich reagiert wurde. In Amerika erst Hoover, abgewählt Roosevelt. Ein großer Demokrat betrat die Bühne und in Deutschland Adolf Hitler. Selbe ökonomische Ausgangslage, zwei Reaktionsmuster. Aber ähnliche ökonomische Strategien, nicht? Es wurden riesige staatliche Beschäftigungsprogramme aufgelegt. Es hat sich gezeigt, dass der Staat selber als das größte ökonomische Unternehmen Subjekt tätig werden muss, um einer lahmenden Privatwirtschaft unter die Arme zu greifen. Das waren Maßnahmen, die auch in der deutschen Wirtschaft als Hjalmar Schacht die Richtlinien vorgeben konnten, zu beobachten waren. Keynes war ja damals die Mode der Saison in den USA und in Deutschland. Ja, aber und Keynes hat ja eigentlich seine Theorie im Blick auf diese Notmaßnahmen abgeleitet. Das heißt also, der Staat soll ruhig sich verschulden und einschalten, um diese Verheerungen einer Deflation auszugleichen. Also die Grundüberzeugung, dass Inflationen Deflation unendlich vorzuziehen sein, ist eigentlich die Grundüberzeugung, die seit etwa 100 Jahren in der Wirtschaftswelt da ist. Und diese Überzeugung wird zurzeit fast im Modus einer neuen Frivolität als Selbstverständlichkeit vorausgesetzt. Ja. Als wären alle davon überzeugt, dass es keinen Tag der Abrechnung mehr geben darf. Ein Kipppunkt, um mal einen Begriff aus der Klimawissenschaft einzuführen. Da ist immer von Kipppunkten die Rede. Ja. Auch dieses, Sie nennen das ja in einem Ihrer Bücher, dass man in die Zukunft greift. Ein Staat, der vom ewigen Ich brauche, sozusagen erschöpft ist, greift in der Zukunft, weil er dem Steuerbürger schon in der Jetztzeit gar nichts mehr nehmen kann, macht also Schulden. Mhm. Aber da gibt es womöglich doch auch einen Kipppunkt. Ja, das wissen wir im Augenblick nicht genau. Also nach allem, was man aus der allgemeinen Prozesstheorie kennt und vermuten muss, kann ein solcher Kipppunkt nicht mehr allzu weit vor uns liegen. Andererseits hat sich es bisher immer wieder als eine erfolgreiche Maßnahme erwiesen, diese Luftgelderzeugung weiterzutreiben und das Glaubenssystem, das ja mit dem Geldsystem eng verbunden ist, überschreitet offenbar ganz leicht die Schwelle vom soliden Glauben zur Leichtgläubigkeit. Nicht? Also, ist das die Religion des säkularisierten Menschen? Ich vermute ja, denn der säkularisierte Mensch will auch gerettet werden, wenn auch nicht zu einem postmortalen Leben, aber er möchte gerettet werden in ein Leben, das, bei dem man immer sagen kann, etc. Nicht? Also es geht immer weiter. Nicht? Also meistens die Menschen sind, wenn man so will, Anhänger des Etzeteralismus. Nicht? Also man möchte seine eigene Geschichte weitererzählen dürfen zu den Bedingungen, die man bisher kannte.
Wenn das gut ginge, auf Dauer gut ginge, dann wäre das ja ein berechtigtes und durch die Politik auch berechtigt gefördertes Anliegen. Die Frage an Sie ist ja die, was sehen Sie, wenn Sie in die Zukunft schauen? Ist das ein System, das gut gehen kann, das uns Menschen gemäß ist, auch in seiner Maßlosigkeit? Oder ist das ein System, für das wir an einem Tag X bitter bezahlen werden? Ja, um nochmal zurückzukommen auf die fröhliche Wissenschaft und ihren Autor Friedrich Nietzsche. Er sagte ja einmal, es sind unsere Erleichterungen, für die wir später am bittersten bezahlen. Man kann ja jetzt nur hoffen, dass er Unrecht hat. Nicht? Aber auf der anderen Seite ist es wahr, die heutige Finanzwirtschaft gleicht mehr und mehr einem Seminar für Zauberer als für Mathematiker. Nicht? Oder zumindest diese Zaubermathematik, an die wir uns gewöhnt haben, gewährt uns auf jeden Fall noch etwas wie einen Aufschub. Ist, dass Geschichten einen Anfang, eine Mitte und ein Ende haben, mit anderen, dass sie Fristbeschreibungen darstellen. Nicht? Und es ist ja auch das Wesen des Kredits, dass er befristet ist. Und die Entfristung des Kredits ist ein apokalyptisches Spiel. Auf jeden Fall ist auch klar, dass die Versorgungssysteme, ja, die der moderne Staat aufgebaut hat, dazu dienen, soziale Ruhe zu kaufen. Und zu betäuben. Also es ist letztens ein Betäubungsunternehmen oder ein Ablenkungsunternehmen. Ja, also Betäubung und Ablenkung liegen nahe beieinander. Es ist von manchen Medientheoretikern ja mit guten Gründen immer wieder behauptet worden, dass in der modernen Gesellschaft auch für die Massenmedien die Unterhaltung den Ernstfall bildet, nicht die Information. Also das heißt, Neil Postman. Das heißt, ja. Wir amüsieren uns zu Tode. Das heißt also, wir lenken uns zu Tode ab. Das heißt also, wir leben mit dem Rücken zu unseren wirklichen Problemen. Das, was Netflix für den Überbau, um es marxistisch zu sagen, bedeutet, würde dann die Regierung und ihre Schuldenpolitik für den ökonomischen Unterbau bedeuten. So muss man das vermutlich beschreiben. Es ist ein System eingetreten, das vergleichbar ist mit dem, was in der Medizin die palliative Stufe heißt. Ja, also in einer Krankenkarriere gibt es den Moment, wo man präventiv mit möglichen Erkrankungen umgeht. Wenn sie da sind, geht man kurativ mit ihnen um. Und wenn sie nicht mehr heilbar sind, geht man palliativ mit ihm, das kommt von dem schönen lateinischen Wort pallium, der Mantel, nicht? Also, wenn Bemäntelung zur Wissenschaft wird, dann hat man das möglicherweise eben mit moderner Wirtschaftswissenschaft zu tun, nicht? Zur Ummäntelung gehört ja auch, dass hier sprachlich ganz neue Worte eingeführt werden. Schulden heißen nicht mehr Schulden, sondern heißen jetzt, wenn sie ganz groß sind, heißen sie Sondervermögen. Ja. Wie kann das sein eigentlich, dass Worte so umgedeutet werden, ein Sondervermögen, das aus nichts anderem besteht als aus einem großen Schuldschein? 100 Milliarden für die Bundeswehr, ein Schuldschein, 200 Milliarden für die Gassubventionierung, ein großer Schuldschein. Ja. Daran ist vermutlich irgendein antiker Mathematiker schuld, der negative Zahlen eingeführt hat und die uns seine Schüler daran gewöhnt hat, mit negativen Zahlen genauso real zu rechnen wie mit positiven. Regt Sie das auf, wenn kamoufliert wird, ummäntelt wird, wie Sie es genannt haben, wenn Wirklichkeit anders bezeichnet wird, so dass auch unser Navigationssystem, das ja über Sprache funktioniert, eigentlich verwirrt ist. Die Menschen denken, haben positive Gefühle bei einem Sondervermögen für die Bundeswehr. Ja, das ist mit Sicherheit ein verwirrender Effekt, der von solchen Wortbildungen ausgeht. Und wenn die russischen Strategen beschließen, den Krieg in der Ukraine Sonderoperation zu nennen,
Was übrigens auch für einen Großteil der amerikanischen Interventionen in kleineren Kriegshandlungen in aller Welt gegolten hat. Die hießen fast immer auch Operationen, meistens auch noch mit einem blumigen Beiwort. Wenn diese Art von Sprachregelung plausibel scheint, liegt es natürlich nahe, dass auch solche magischen Operationen mit sprachlichen Sonderprägungen umkleidet werden. Wir haben noch über vieles mehr gesprochen. Es ging um die fröhliche Wissenschaft des Friedrich Nietzsche. Es ging um die Energieabhängigkeit des Westens und den Kapitalismus als Beschleunigungsmaßnahme des Genießens. Das ganze Gespräch in der Pioneer-App oder auf thepioneer.de. Ich bedanke mich jetzt schon fürs Dabeisein. Und was ist heute an den Finanzmärkten los? Da schauen die Anleger an der Wall Street zurück auf einen wirklich bemerkenswerten Oktober. Die Analyse kommt von unserer Frau vor Ort in New York, Anne Schwedt. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne. Guten Morgen, Gabor. Anne, der Oktober lief gut für die Wall Street. Wie sieht deine Bilanz aus? Ja, der Oktober lief unfassbar gut. Für den Dow Jones war es der beste Monat seit 1976. Da gab es einen Plus von knapp 14% für den Monat. Für die beiden anderen Indizes war es immerhin wieder der erste Monat im Plus, nachdem die beiden Vormonate ja dicke Verluste mit sich brachten. Der S&P 500 schloss den Oktober mit einem Monatsplus von 8% ab und an der Nasdaq ging es im Oktober um knapp 4% nach oben. Warum es für den Dow Jones so gut war, lag daran, dass viele Banken und traditionelle Aktien in dem Index sind und diese Branchen konnten im Oktober echt gut zulegen. Das lag vor allem an den guten Quartalszahlen und die gab es ja vor allem, weil die Banken von den Zinserhöhungen der Notenbank profitieren können. Umgekehrt gab es im Tech-Sektor eher enttäuschende Zahlen, weil die Firmen doch eher daran leiden, dass das billige Geld aus dem Markt gezogen wird. Deshalb waren die Gewinne an der Nasdaq auch nicht so groß verglichen mit dem Dow Jones. Ob es jetzt im November weitergeht mit den Gewinnen, hängt von mehreren Faktoren ab. Zum einen, wie hoch die Zinserhöhung der Notenbank morgen ausfallen wird und was die Strategie der Fed für die nächsten Monate ist. Und natürlich spielen auch die Zwischenwahlen nächste Woche eine Rolle hier an den Märkten. Nach den Midterms gibt es historisch gesehen in 90% der Fälle eine Rallye und ein starkes Jahresendquartal. Dieses Jahr ist aber natürlich in vielen Dingen sehr untypisch. Corona, Ukraine-Krieg, Inflation, historisch hohe Zinserhöhungen und so weiter. Wir werden also sehen, inwieweit es hier weitergeht mit den Gewinnen oder ob der Bärenmarkt zurückkommt. Vielen Dank, Anne, und damit zu Annette Weißbach nach Frankfurt am Main. Einen schönen guten Morgen, Annette. Guten Morgen, Gabor. Die Anleger von Fresenius hatten zuletzt gute Laune, denn in dem Gesundheitskonzern ist auf einmal Bewegung drin. Was genau passiert da und was bedeutet das für die Aktie? Für Anleger könnte das ehrlich gesagt positiv sein. Die Gewinnwarnungen von Fresenius und Fresenius Medical Care sind ja gut am Markt angekommen und der einzige Grund dafür ist sogenanntes Kitchen Sinking. Das ist ein englischer Begriff dafür, dass neue Vorstandsvorsitzende, die jeweils bei Fresenius und auch bei FMC am Start sind, jetzt erstmal so viel schlechte Nachrichten wie nur möglich in ihre ersten Zahlen reinpacken, um danach besser zu performen. Und so hat der Markt das nun auch interpretiert. Bei Fresenius und bei Fresenius Medical Care ist ja einiges an Restrukturierungsarbeit zu leisten. Die Aktien sind ordentlich eingebrochen, bei FMC seit Jahresbeginn als mehr als 50% und bei Fresenius ebenso mehr als 37%. Auch der Einstieg des US-aktivistischen Hedgefonds Elliott Advisors ist nicht notgedrungen negativ für die Aktionäre, denn da könnte jetzt mehr Druck auf Fresenius kommen, ordentlich zu restrukturieren und eventuell sogar FMC, also Fresenius Medical Care, zu dekonsolidieren. Und damit würden die potenziell schlechten Zahlen von FMC nicht mehr länger auf den Zahlen von Fresenius lasten. Also man könnte sogar sagen, dass die Aktien recht günstig bewertet sind im Verhältnis zu Wettbewerbern. Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? Na, dass sich heute immer noch Geheimnisse um Rosemarie Nitribitt ranken. Hier ist der Hessische Rundfunk mit dem ersten Programm. In ihrer Wohnung in der Frankfurter Innenstadt ist heute Nachmittag gegen 17 Uhr das 24-jährige Mannequin Rosemarie Nitribitt tot aufgefunden worden. Das Mädchen ist vermutlich ermordet worden.
So sendet der Hessische Rundfunk am 1. November 1957. Manneken war nur die offizielle Berufsbezeichnung des Opfers. Tatsächlich war Rosemarie Nitribitt Deutschlands bekannteste und wohl auch erfolgreichste Prostituierte mit einem nachgewiesenen Jahreseinkommen von 80.000 D-Mark, was heute ungefähr 400.000 Euro entsprechen würde. Geld, das sie auch ausgab. Sie fuhr einen schwarzen 190er Mercedes SL mit roten Ledersitzen und sie stolzierte mit ihrem weißen Pudel in die edelsten Geschäfte und Hotels in Frankfurt. Bis heute ist der Mord an dieser jungen Frau, 24 Jahre war sie, nicht aufgeklärt. Zumal auch, weil die Polizei ihre Arbeit nicht ernst genug genommen hat, um prominente Freier nämlich zu schützen. Denn Rosemarie hatte Besuch von einflussreichen Industriellen. Dieser Mitarbeiter der Mordkommission gesteht, Jahrzehnte später in einer Dokumentation des SWR, dass er eine Fotografie einer dieser hochgestellten Persönlichkeiten vom Nachttisch des Opfers hat verschwinden lassen. Ich wollte nicht, dass die Presse den fotografiert. Ein Spitzenmann aus der Industrie. Dann habe ich das Bild an mich genommen. Ich sage den Namen trotzdem nicht. Na dann verraten wir heute Morgen mal, um wen es sich gehandelt hat. Es war das Bild von Harald von Bohlen und Halbach aus der mächtigen Krupp-Dynastie, der Rosemarie Nitribitt aufs Engste verbunden war. Er hat sie sozusagen unterstützt, gefiel sich auch in der Rolle des Gönners, ist häufig in ihrem Apartment gewesen. Er hat ja auch Einrichtungsgegenstände gekauft, geschenkt. Erklärt hier Guido Goller, Autor des Buches Rosemarie Nitribitt, Recherchen und Theorien. Und über diese Geschenke hinaus verliebte sich Harald von Bohlen und Halbach in Rosemarie, schreibt von überall auf der Welt ihr Briefe und Postkarten. Eine davon wird in einer ZDF-Dokumentation über den Fall eigens vertont. Mein liebes Rehchen, ich habe Sehnsucht nach dir und werde am Sonntag bestimmt von München aus anrufen. Es tut mir so leid, dass ich am Sonntag nur so kurz bei dir war, denn ich war da so glücklich. Warum? Das musst du wissen. In aller Liebe, dein Harald. Wäre diese Liaison ans Licht gekommen, wäre das damals der größte gesellschaftliche Skandal der ja noch so jungen Bundesrepublik. Aber die hohen Herren hatten von der Polizei nichts zu befürchten. In alle Richtungen ermitteln, das war offenbar damals noch nicht erfunden worden. Die Kunden der Nitribitt waren gut betuchte und seriöse Leute und die brauchten das Mädchen eh umzubringen, das ihnen Freude geschenkt hat, ne? Obendrein noch. Das wäre ein schlechter Dank gewesen, sagt dieser Kommissar rückblickend. Und so bleibt dieser Kriminalfall bis heute ungelöst. Ein Polizeiskandal ist das, der auch dann ein Skandal bleibt, wenn er heute vor genau 65 Jahren seinen Lauf nahm. Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht? Na, dass wir unsere Nachbarn viel zu häufig als Störenfriede empfinden. Sie sind zu laut, zu spießig oder einfach zu nervig. Doch das soll sich jetzt mit einer App ändern, die auf den merkwürdigen Namen Shopopop hört. Das ist eine Firma, ein Startup aus Frankreich und das kommt jetzt nach Berlin. Und das vernetzt Nachbarn miteinander. Von Störenfried zu Störenfried gewissermaßen werden jetzt Freundschaften geknüpft. Diese Nachbarn können jetzt nämlich ihre Einkäufe von Menschen aus der näheren Umgebung erledigen lassen. Also, falls Helga aus dem Obergeschoss noch etwas Butter für ihren Pflaumenkuchen braucht, dann kann sie über die App eine Anfrage starten. Und wenn dann Onkel Harry aus dem Nachbarhaus gerade bei Edeka unterwegs ist, kann er die Einkäufe für Helga einfach miterledigen und ihr die Butter vorbeibringen. Hier erzählt ein Shopper dieser App aus Berlin, wann er Lieferungen abholt. Und dann klickt die App und dann kann ich sagen, okay, ja, Zahlung passt und die Route passt, ich habe Zeit, ja, warum nicht? Das Unternehmen Shopopop nimmt einen Teil der Aufwandsentschädigung als Vermittlungsgebühr ein.
Und bei 10.000 täglichen Lieferungen in 8 europäischen Ländern kommt da schon was zusammen. Kein Wunder, dass bei der letzten Finanzierungsrunde dieses Startups, das war Ende 2021, knapp 20 Millionen Euro zusammenkam. Living Next Door to Alice, früher eine Romanze und heute ein Geschäft. Ich wünsche Ihnen einen fröhlichen, einen unbekümmerten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart. Our initials deep in the bark. Me and Alice. Now she walks through the door with her head held high. And just for a moment, I caught her eye as the big limousine pulled slowly out of Alice's drive. I don't know why she's leaving or where she's gonna go. She's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. Now I gotta get used to not living next door to Alice. Sally called back, asked how I felt. She said, I know how to help. Big limousine disappeared.